Herzlich willkommen bei Madame Lenormand, deiner spirituellen Welt. Ich bin die Michaela und heute geht es um die Kombination Jungfrau-Mann und Fischefrau. Ja, der Jungfrau-Mann, der liebt ja Ordnung und einen routinierten Tagesablauf. Das gibt ihm Sicherheit, denn das ist etwas, was im Leben bei ihm ganz groß geschrieben wird. Sehr pflichtbewusst und bodenständig hat er sein Leben ausgerichtet auf Absicherung und er hat eine sehr gute Wahrnehmung für sein Umfeld, so dass er Risiken und Gefahren sehr schnell orten kann, um diesen dann aus dem Weg zu gehen. Er ist vom Naturell her so gestrickt, dass er Angriffspunkte nicht liefert. Das heißt, er gibt auch wenig von sich preis, damit er eben halt nirgendwo anecken kann, schaltet damit das Risiko sozusagen aus. Ja, und da ist ja die zarte, süße, verträumte, sensible, weiche Fischefrau, die das Chaos liebt und Termine wie die Pest hasst, natürlich nicht wirklich eine gute Kandidatin für den Jungfrau-Mann. Denn eine Fischefrau, die liebt das Chaos, die braucht es sozusagen mit der Zeit entspannt zu schwimmen und dann schwimmt sie ein bisschen links und dann schwimmt sie ein bisschen rechts, eben halt je nachdem, wo es sich gerade am schönsten schwimmt. Was die gar nicht mag, ist, wenn irgendetwas routiniert ist und wenn ihr vorgegebene Termine vor die Nase gesetzt werden. Das würde ja bedeuten, sie kann nicht in den Tag hinein träumen und das braucht doch eine Fischefrau sehr. Was zu ihren absoluten Tugenden gehört, ist ihre Selbstlosigkeit. Sie opfert sich wahnsinnig gerne für andere auf. Hier findet man bei diesen Persönlichkeiten eben halt tatsächlich auch gerne Menschen, die in der Opferrolle sozusagen feststecken. Denn mit ihrer Sensibilität eilen sie gerne zur Hilfe, wenn irgendwo jemand in Not ist. Und niemand hat so ausgeprägte, sensible Antennen wie der Fisch. Denn der Fisch kriegt jegliche Schwingung mit in jeglichen Themen und Belangen, ob es nun Gedanken, Gefühle oder Taten sind. Ein Fisch kriegt alles mit, muss darüber auch immer dann erstmal nachdenken, das einsortieren, für sich sozusagen verstoffwechseln, verstehen, warum ist das so, wie es ist und was bringt es, dass es so ist, wie es ist. Darüber denken die Fische auch sehr gerne nach, über alles, was mit dem Leben überhaupt zu tun hat, düst sozusagen durch ihren Kopf und selbst wenn die in Ruhestellung sind, augenscheinlich und andere denken, pennen die gerade oder null Bewegung beim Menschen zu sehen, da regt sich gerade nichts, also hängt der faul in der Ecke. Nein, weit gefehlt, denn die Fische arbeiten wahnsinnig aktiv mit ihrem Geist. Das sind auch Menschen, die sozusagen zwischen den Sphären stecken und alles, was zwischen Himmel und Erde vorgeht, verstehen, spüren, eintauchen und sind natürlich definitiv dem Esoterischen, dem Geistigen ganz groß aufgeschlossen. Die sind eben halt auch nicht materiell, die sind auch nicht auf Prestige oder auf Erscheinung nach außen sich präsentieren geimpft. Die haben auch kein starkes Ego, was irgendwo in den Vordergrund drängen muss. Das würde natürlich einem Jungfraumann schon gefallen. So ein eher schüchternes Naturell entspricht ja auch seinem eigenen Empfinden. Er ist ja auch nicht so, dass er ein Ego hat, was sich überall präsentieren muss. Insofern würde er eine feine, sensible Fischefrau natürlich auch für sich als angenehm empfinden. Ein Traumpaar werden diese beiden aber auf gar keinen Fall.
denn der Jungfraumann hat sehr große Schwierigkeiten, sich in die esoterische, für Außenstehende versponnene Welt einer Jungfrau-Frau hineinzufühlen. Der Jungfraumann hat ja sowieso eher Gefühlsprobleme, ist ja mehr verstandesorientiert unterwegs. Männer sind ja sowieso schon eher mehr die Verstandesmenschen und wir Frauen eher die Gefühlsmenschen. Aber ein Jungfraumann toppt das noch. Also auch ein Steinbockmann definitiv. Das sind so wirklich extreme Verstandesmenschen. Und eine Fischefrau, die so sehr sensibel ist, sicher auch gerne im medizinischen Bereich, wo sie Hilfe geben kann, wo sie Menschen helfen kann, aufhält und bewegt, extrem emotional sozusagen auch ist oder sehr stark empathisch ist, auch da, wo sie sich befindet, viele verschiedene Gespräche gleichzeitig wahrnehmen kann und die kann einen ganzen Raum mit allen Menschen darin erfassen. Das macht die in dem Moment, wo sie da ist, nimmt sie, saugt sie das sozusagen wie ein Schwamm alles auf. Und wenn sie dann hinausgeht oder wieder nach Hause kommt, dann wird das sozusagen im Kopf alles ganz in Ruhe nochmal durchdacht. Aus dem Blickwinkel jeder einzelnen Person wird die Situation nochmal neu betrachtet. Und das ergibt ja so viele verschiedene Sichtweisen, weil jeder ja aus seinem eigenen Blickwinkel heraus die Realität und die Wahrheit aufnimmt. Und ein Fisch ist eben halt in der Lage, aus diesen ganzen Milliarden verschiedenen Blickwinkeln auf diese Situation zu schauen, zu gucken, was bedeutet das für die Situation, was macht das mit jedem Einzelnen. Und da gibt es so viel, worüber man nachdenken kann, worüber man träumen kann, wo man sich sozusagen mit seinem Kopf beschäftigen kann. Und das fällt einem Jungfraumann, der doch sehr sachlich orientiert ist, nüchtern sachlich orientiert ist, auch eher mehr auf Dinge, die man anfassen kann, also auch ein Zahlenmensch oder der Mechaniken analysiert, ja da so bis ins Detail runtergeht, der ist mir in dem Bereich so alles, was man anfassen kann. Und bei einer Fischefrau befindet man sich eher in dem Bereich, wo man eben halt die Dinge nicht anfassen kann. Und das macht es bei diesen Naturellen sehr schwierig, ein Verständnis sozusagen füreinander zu haben. Wobei die Fischefrau natürlich ganz klar den Jungfraumann verstehen wird. Also die wird ihn sehr gut verstehen, sehr gut nachvollziehen können, warum er eben halt so ist, wie er ist und warum er so tickt. Da hat sie ein ganz klares Verständnis für. Und weil ja auch beide vom Naturell hier sehr zurückgenommen sind und schon gar nicht streitbare Naturelle sind, könnte das natürlich sein, wenn die sich ineinander verlieben, dass daraus auch eine Partnerschaft entsteht, die dann eben halt, weil man so sehr friedliebend ist, auch weiterlaufen lässt. Und die Fischefrau hätte sicherlich auch an der Seite eines Jungfraumannes sozusagen eine gesicherte Existenz, was ihr ja hilft, besser in den Tag hinein träumen zu können. Aber so ein richtiges Dreamteam sind die eben halt nicht. Die würden gut zusammen funktionieren, aber das Emotionale oder eben halt die große Leidenschaft, die große Liebe, das würde dann doch einfach fehlen. Ja, ich hoffe, dieser Ausflug in die Astrologie hat euch gefallen. Dann hinterlasst mir doch ein Like. Falls ihr irgendwelche Fragen zu dieser Kombination habt, dann stellt die unten in die Kommentare rein. Ich gebe euch herzlich gerne eine Antwort darauf. Falls ihr mal einen Profi sucht, der euch weiterhilft, dann geht auf unsere Webseite. Da findet ihr ganz viele weitere schöne Dinge über die Astrologie und natürlich unsere Telefonnummern, auf denen ihr uns anrufen könnt, wenn ihr Fragen an den Profi habt. Ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Energie.